Hallo, ich bin Silke Kayadeen und möchte jetzt heute auf eine Frage von Christine eingehen. Die hat uns eine Mail geschrieben mit 3 Fragen insgesamt. Ich werde jetzt so nach und nach vorgehen und die erste Frage beantworten. Kirsten hat mich gefragt, Thema war Sport. Bei Biggest Loser treibt ihr die Kandidaten ja ganz schön zu Hochleistungen. Da ich 150 Kilo wiege, kann ich mir gut vorstellen, dass der Puls dabei einen Rekord hoch schafft. Aber es kann doch nicht gesund sein, den Puls so hoch zu treiben. So, da kann ich dir recht geben. Das war deine erste Frage, Christine. Also es ist so, dass man natürlich, wenn man unsportlich ist und so dermaßen Übergewicht hat, was natürlich auch die Kandidaten hatten und natürlich jetzt mit 150 Kilo, das ist natürlich auch schon eine Menge. Wenn man die dann zu sehr beansprucht, geht der Puls natürlich hoch. Man muss vorher natürlich, und das haben wir bei Biggest Loser gemacht, die Leute haben ein Check-up beim Arzt gemacht, das heißt, wir wussten schon, inwieweit wir sie an ihre Grenzen bringen durften. Richtig ist aber auch tendenziell oder allgemein, dass man Leute, die unsportlich sind, die gerade erst anfangen und auch so viel Übergewicht haben, natürlich nicht bis 180 Puls in einer Minute scheuchen sollte. Also man sollte schon langsam anfangen, der Puls sollte schon erst moderat sein. Und nach kann man das Training dann steigern. Also ich gebe dir recht, hoch darf es nicht sein. Ich kann jetzt nicht einen übergewichtigen Menschen beim Training jetzt die ganze Zeit mit Intervalltraining hier mit dem Puls von 180 trainieren lassen. Das wäre als Trainer nicht gut und dann hätte ich auch kein gutes Gewissen. Und ich weiß, dass ich bei Biggest Loser zum Beispiel mit Peter, da war es oft so, Peter hat trainiert. Wir haben auch mit Pulsuhren gearbeitet und bei Peter hat man einfach gesehen, wenn der sich angestrengt hat, überanstrengt hat, dann hat man einfach gesehen, dass bei ihm die Lippen irgendwie blau wurden. Und oft ist es natürlich bei so Kandidaten, die sind natürlich unheimlich ehrgeizig. Und da kann man oft sagen, du machst jetzt nur bis hierhin und nicht weiter. Und das habe ich gemacht und manchmal hat man die Kandidaten auch nicht immer so im Griff. Das heißt, die machen trotzdem weiter, obwohl sie eigentlich aufhören müssten. Aber grundsätzlich zu deiner Frage, es ist natürlich nicht gut, übergewichtige, unsportliche Menschen so hoch mit dem Puls hochzujagen. Also es muss immer noch kontrolliert sein und man muss vorsichtig sein und die Leute müssen gesund sein. Es muss vorher ein Check-up gemacht werden, weil sonst kann es natürlich sein, wenn einer da noch irgendwas, ein Problem im Herzen hat, dass da wirklich was passieren kann. Also wenn man anfängt mit dem Übergewicht und unsportlich ist, dann sollte man wirklich langsam erstmal mit der Grundlagenausdauer anfangen, Sport machen, wo das Herz dann so ein bisschen auf Touren kommt, aber jetzt nicht so hoch, dass man kaum noch atmen kann. Also das zu deiner ersten Frage. Die zweite Frage, die Kandidaten machen dort anscheinend jeden Tag viel Sport. Das stimmt. Auch hier wieder die Frage, ist das gesund? Mein Trainer im Studio hat gesagt, ich soll immer einen Tag Pause machen. Mit Sicherheit hat dein Trainer recht, dass du immer einen Tag Pause machen musst. Das heißt aber, wenn ich montags Krafttraining für die Arme mache, dann kann ich aber Dienstag Krafttraining für die Beine machen. Ja, die Pause bezieht sich immer nur auf das beanspruchte Körperteil. Das heißt, wenn ich einen Tag Oberkörper mache, dann kann ich am anderen Tag meinen Unterkörper machen. Muss aber eben immer einen Tag Zeit lassen, damit die Muskulatur auch sich regeneriert. Das stimmt schon. Ansonsten haben die Kandidaten natürlich schon viel Sport gemacht und auch jeden Tag. Aber es war ja auch, das darf man auch nicht vergessen, es war ja auch ein Wettkampf. Es war ja keine Reha, sondern es war ein Wettkampf und die Kandidaten haben natürlich Ehrgeiz entwickelt und wollten freiwillig jeden Tag Sport machen. Kunden, die zu mir kommen in unser Abnehmzentrum in Essen, denen versuche ich natürlich beizubringen, wir fangen moderat an, weil ich kann keinen überfordern. Wenn ich einen überfordere, dann macht er das eine Zeit lang und irgendwann mal wird er krank, weil das Immunsystem geschwächt ist oder er knickt um oder so. Also wichtig ist wirklich moderat anzufangen und dann langsam zu steigern. Und 2 bis 3 Mal die Woche sage ich meinen Kunden zum Beispiel, wenn sie hier hinkommen und abnehmen wollen, dass sie zu einem Training kommen. Das heißt, wenn sie montags, mittwochs, freitags kommen, super. Oder dienstags, donnerstags oder sonntags. Ja, dass man so 3 Trainingseinheiten hat, wo man trainiert und das reicht natürlich. Manchmal habe ich leider Leute, die kommen dann doch jeden Tag zum Training, da muss ich manchmal schimpfen, aber wir haben jetzt einfach hier viel Spaß, wir lachen sehr viel und deshalb muss ich manchmal ein paar Leute rannehmen und sagen, pass auf, du kommst jetzt nur noch 2 oder 3 oder 4 Mal die Woche zum Training und ansonsten musst du mal Pause machen.
Das zu der letzten, zweiten Frage. Zur dritten Frage von dir. Kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, welchen Sport man mit dem oben genannten Gewicht machen kann, die dann auch noch Spaß machen? Wenn es keinen Spaß macht, macht man es nicht lange. Ich weiß, dass Sport Spaß machen kann, aber mit meinem Gewicht ist das nicht ganz so einfach. Und da stehe ich 100% zu dir, weil mein Studio heißt Active for Fun, Abnehmen mit Spaß. Das heißt, ich kann nur abnehmen, wenn ich irgendwas dauerhaft mache. Und irgendwas dauerhaft mache ich nur, wenn es mir Spaß macht. Und bei uns, leider ist jetzt keiner da, der Kurs fängt gleich erst an, haben die Leute Spaß und sie lachen. Und ob es Tanzen ist oder egal was es ist, es muss etwas sein. Die Leute müssen dir gefallen, der Trainer muss dir gefallen, das Umfeld muss dir gefallen. Also du musst dir was suchen, wenn du jetzt sagst, was kann ich machen, was mir Spaß macht. Guck, dass du nichts machst, wo du viel springen musst, weil du mit dem Gewicht erstmal gucken musst, dass du Gewicht reduzierst, Muskulatur aufbaust, damit die wirklich, damit deine Gelenke geschont werden. Aber wir haben hier ja auch übergewichtige Menschen und entweder springt der eine und der andere läuft. Also es gibt immer Alternativen und unsere Trainer sind so ausgebildet, dass sie wirklich auch für jeden Leistungsstand und für jede Gewichtsklasse, würde ich mal so sagen, auch eine Übung haben. Das heißt, du kannst zum Aerobic-Kurs gehen, wenn du natürlich die Wahl hast, der eine springt und ich darf dafür auf der Stelle gehen, dann kannst du das auch machen. Du musst nur für dich was finden, wo Leute auch auf Übergewicht eingehen. Und das ist nämlich das Problem, das machen nicht immer alle Fitnessstudios, weil die Übergewichtigen da eigentlich in der Minderzahl sind. Also das heißt, in so ein normales Fitnessstudio gehen natürlich mehr Leute, die schon irgendwie nicht ganz so fit sind, aber auch nicht so übergewichtig. Das heißt, versuch du etwas zu finden, wo Leute trainieren, die alle ein bisschen mehr Gewicht haben. Dann hast du auch Trainer, die darauf eingehen. Und wenn ihr dann zusammen trainiert, der eine hat 5 Kilo zu viel, der andere hat 10, der andere 20, aber alle haben sie irgendwie zu viel und alle wollen sie abnehmen, dann hast du auch Spaß dabei. Und wenn du gerne tanzt oder wenn du gerne schwimmst, mach das, was dir Spaß macht. Ich weiß nicht, was dir Spaß macht, also wenn du gern schwimmst, dann geh schwimmen. Wenn du gern tanzt, such dir irgendwas, was, wo du tanzen kannst, ob es jetzt Zumba ist oder irgendwas anderes, Dance Aerobic. Also guck, dass du irgendwas findest, was dir Spaß macht. Versuch sehr viel, Walking, Joggen würde ich jetzt nicht am Anfang, aber guck, dass du was findest, was dir Spaß macht. Ansonsten würde ich dich einfach mal einladen, komm vorbei in unser Zentrum in Essen, da wirst du sehen, dass wir wirklich Spaß haben. Ansonsten, wir haben Wochenenden, unsere Active Weekends, da kannst du dich auch mal anmelden, einfach mal so 2 Tage mit uns rumalbern, natürlich auch Sport machen. Wenn dich das interessiert, kannst du einfach mal auf der YouTube-Seite von uns oder auf unserem Kanal unsere Active Weekends Videos sehen und da siehst du, dass wir echt viel Spaß haben. Und wenn man Spaß hat, dann purzeln die Kilos auch leichter. In diesem Sinne, liebe Christine, wünsche ich dir alles Gute und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal sehen. Tschüss!